Geliebte Geschwister im Islam, und wir lieben es, diese gläubigen Gesichter zu sehen. Und wir sagen euch vorab, Nuhibbukum fillah, wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Und unser größter Wunsch ist, dass wir gemeinsam alle das Paradies betreten. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eine jede Seele, in der Gutes zu finden ist, dass er sie zum Islam leitet. Allahumma amin. Ich möchte heute über eines der wichtigsten Themen mit dir sprechen. Und verzeih mir, dass ich dich direkt anspreche, aber wir lieben es, von Herz zu Herz zu reden. Und wir mögen es als Muslime, dass wir wahrhaftig sind und dass wir einander nicht betrügen. Heutzutage in dieser Zeit der Verwirrung wird man oft betrogen und man bekommt etwas erzählt, was subhanallah einen ganz anderen Hintergrund hat. Und ich möchte das auf eine ganz andere Weise mit dir machen, o Diener Allahs. Und ich frage dich vorab, was ist die größte Gnade, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat? Einer wird antworten, Alhamdulillah, und er dankt Allah subhanahu wa ta'ala und er sagt, ich habe viel Rizq bekommen, ich habe viel Geld bekommen, viel Vermögen bekommen. Ein anderer wird sagen, Alhamdulillah, ich habe eine Frau, mit der ich zufrieden bin. Oder sie sagt, ich habe einen Mann, mit dem ich zufrieden bin. Und einer wird sagen, meine Kinder, ich liebe sie so dermaßen, dass ich sie niemals eine Sekunde vermissen möchte. Und einer hat ein Auto, welches er sehr begehrt. Und ein anderer liebt dieses und jenes. Jeder wird eine Gnade anders definieren. Aber wenn du ihn fragst, ist das die größte Gnade? So musst du als Muslim die richtige Antwort dafür finden. Du siehst Leute, die heute traurig sind, weil sie dieses und jenes nicht besitzen. Ich habe keine Frau, ich habe keine Arbeit, ich habe nicht den gewünschten Job, den ich mir wünsche. Er kritisiert alles, dass er bestimmte Sachen nicht besitzt, o Diener Allahs. Höre diese Überlieferung, die bei Allah ab heute unser Leben, bi'idhnillah ta'ala, wenn wir noch Leben in unserem Herzen haben, verändern wird. So berichtet Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa Allah. عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه berichtet, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte, يجاء بالكافر يوم القيامة. Am Tage der Auferstehung wird einer herbeigebracht, der nicht an Allah und den Gesandten Muhammad صلى الله عليه وسلم geglaubt hat, ein Ungläubiger. Ein Glaubensverweigerer. فَيُقَالُ لَهُ. Und das wird am Tage der Abrechnung sein, o Diener Allahs. So wird zu diesem Diener gesagt, لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ. Wenn du die gesamte Erde besitzen würdest und diese würde aus Gold bestehen. Überlege, die gesamte Erde. Wallahi al-Azim, wir wissen nichts über diese Erde. Das gesamte Universum wäre in Gold. Nicht in Silber und nicht in Bronze und nicht in Kupfer. Es wäre in Gold dir gegeben worden. Wärst du bereit, dieses heute zu spenden, dieses Vermögen aus Gold, was die gesamte Erde umfasst, um dich heute von der Strafe freizukaufen. Das ist ein Käfer, der seine Bestimmung bekommen hat, wo er die nächste Zeit für Ewigkeit verweilen wird. So wird er sagen, na'am, ich wäre bereit, das alles für Allah subhanahu wa ta'ala herzugeben, damit ich heute von der Strafe freigekauft werde. So wird zu ihm gesagt werden, قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ. Du wurdest nach etwas gefragt, was leichter, weniger war als dieses, dass du nur La ilaha illallah sagst. أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا. Dass du mir keinen anderen Gott zur Seite stellst. فَأَبَيْت. Du aber hast es abgelehnt. Ein Diener wird vor dem Höllenfeuer gestellt. Und sein Ausgang ist die Hölle. Allahumma najjina minan nar ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Und dieser hat eine einfache Frage bekommen. Hättest du noch gelebt und diese gesamte Erde aus Gold besessen, hättest du das heute alles hergegeben, damit du dich freikaufen kannst von der Strafe?
So sagt er, was bleibt mir anderes übrig? Natürlich wäre ich dazu bereit gewesen. Allah wollte gar nicht dieses gewaltige Vermögen von dir. Allah wollte nur La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und alle, die hier sitzen, sagen, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und damit kehre ich zurück zu meiner Ausgangsfrage. Was ist deine größte Gnade, Achi? Kannst du die gesamte Erde aus Gold mit deinem Problem wiegen? Bei Allah, nein. Ist die gesamte Erde aus Gold weniger wert als ein Auto, was du dir wünschst, als das Geld, was du dir wünschst, als deine Kinder, was du dir wünschst? Diese gesamte Erde aus Gold ist ein gewaltiges Vermögen. Ein Käfer wird es hergeben wollen, Yawmul Qiyamah, damit er sich von der Strafe freikauft. Allahu Akbar. Und dieser hätte es so leicht haben können, indem er in dieser Dunya einfach nur bezeugt hätte, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und dann würde von ihm nicht verlangt werden, dass er die gesamte Erde voller Gold hergibt. Das ist alles. Und ich frage dich noch einmal, was ist das Wertvollste, was du besitzt? Wallahi, wie viele meckern in dieser heutigen Zeit? Wie viele sind unzufrieden in dieser heutigen Zeit? Und sie wissen nicht, dass sie das Gewaltigste besitzen, was ein Mensch nur besitzen kann. Was ein Mensch nur besitzen kann. Und daher, Achil Karim, wisse eine Sache, du wirst die wenigsten Leute finden, deren ganzer Stolz der Islam die Religion des Islam ist. Du wirst die wenigsten finden. Viele sagen dir, Alhamdulillah, ich bin Muslim, aber du siehst, er hat Dinge, die mehr wert für ihn sind als der Islam. Und das merkst du daran, wenn er bestimmte Sachen nicht bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist er unzufrieden. Er sagt, warum habe ich dieses oder jenes nicht bekommen? Aber er fragt sich nicht, Alhamdulillah, habe ich das Gewaltigste bekommen, was Allah mir nur geben konnte. Und das ist der Islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahumma ja'alna minal muwahhidin, ya Rabbal Alamin. Das ist das Gewaltigste, was du bekommen hast. Und ich möchte, dass du und ich ab heute uns nicht mehr beschweren über Dinge, die wir nicht bekommen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, warum er dir und mir bestimmte Dinge nicht gibt, weil wir damit nicht umgehen können. Allah liebt uns, deswegen hat er uns bestimmte Sachen nicht gegeben. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah ta'ala la yahmi 'abdahu al-mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'ama wash-sharab takhafuna 'alayhi. Allah, er, höre zu, damit du verstehst, warum Allah subhanahu wa ta'ala dir manche Dinge von der Dunya nicht gibt. Allah schützt seinen Diener, ihm bestimmte Dinge von der Dunya zu geben, während er ihm liebt. Allahu Akbar. Das ist nur ein Ausdruck der Liebe Allahs an dich, dass er dir nicht zu viel Geld gegeben hat, mit dem du nicht umgehen kannst. Dass er dir nicht diese oder jene Frau gegeben hat, mit der du nicht umgehen kannst. Dass er dir dieses oder jenes Kind nicht gegeben hat, mit dem du nicht umgehen kannst. Das ist die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte uns, alayhi salatu wassalam, er gibt euch diese Dinge nicht, Allah azza wa jalla. Genauso wie ihr auch einen Kranken nicht alles zu essen und zu trinken geben würdet, aus Angst, aus Sorge, dass ihm was passieren kann. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى Allah subhanahu wa ta'ala gehört das höchste Beispiel. Nachdem wir verstanden haben, dass der Islam die größte Gnade ist, liebe Geschwister, lasst uns einer Überlieferung zuwidmen, die sahih ist, damit wir noch unterstreichen, wie viel Wert der Islam überhaupt besitzt. Du und ich, wir sind Sünder. Und wir haben zu viel an Sünden gemacht, so dass es ausreichen würde, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vernichtet. Aber er ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Allahumma tub alayna ya Rabbil Alamin. Allah azza wa jal, er hat es nicht eilig mit der Strafe, sondern er gibt einem jeden Diener die Möglichkeit, dass dieser reuig zu ihm zurückkehrt, auf das Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben mag. Ja'a Sheikhun Kabirun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Einmal kam ein alter Mann, er war so alt, sein Name war Abu Tawil, dass seine Augen schon nach unten herunter gesackt sind, so alt war er. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ So sagte er, O Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam.
رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتتفها بيمينه. Eine Person, ich will es mal so grob übersetzen, hat alles an Sünden gemacht. Klein und groß. Und groß und klein, er hat nichts von den Sünden ausgelassen in dieser Dunya. Alles, was man an Sünde machen kann, hat dieser gemacht. Und er sagte, dieser alte Mann, damit er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam seine Situation mehr verdeutlicht, لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم. Wenn die gesamten Sünden von dieser Person, der so viel an Sünden gemacht hat, wenn alle seine Sünden über alle Erdenbewohner, Allahu Akbar, 6 Milliarden, 7 Milliarden, 8 Milliarden, über alle Milliarden von Bewohnern verteilt werden würden, die Sünden, so würde es für einen jeden Einzelnen reichen, dass Allah ihn vernichtet. Allahu Akbar. Eine einzelne Person macht nicht so viele Sünden, aber dieser alte Mann hat so viel an Sünden gemacht, dass es ausreichen würde für die gesamten Erdenbewohner, dass ein jeder vernichtet wird für die Anzahl dieser Sünden. So fragte er ihn die entscheidende Frage, فَهَلَّهُ مِنْ تَوْبَ? Hat er eine Taube? Gibt es für ihn eine Reue für diesen Mann? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste, dieser Mann redet über sich, obwohl er erstmal in der dritten Person geredet hat. Er sagte zu ihm, أَأَسْلَمْ? Hast du den Islam angenommen? So sagte der Mann zu ihm, أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Was mich anbelangt, o Gesandter Allahs, so bezeuge ich, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Und Allah alleine gehört die Herrschaft. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Wie war die Antwort vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Er sagte zu ihm, فَإِنَّ اللَّهَ غَافِرٌ لَكْ مَا كُنْتَ كَذَلِكَ. Allah hat dir bereits alle Sünden vergeben, die so viel waren, dass sie reichen würden, jeden einzelnen Erdenbewohner zu vernichten. Noch mehr, وَمُبَدِّلٌ سَيِّئَاتِكَ حَسَنَاتٍ. Und Allah hat die gesamten Sünden, die du gemacht hast, zu guten Taten umgewandelt. Dieser Mann hat es nicht geglaubt. Er sagte, ja, Rasulallah, als ob er ihn sagen wollte, ja, Rasulallah, ich verdeutliche dir nochmal meine Situation. Vielleicht hast du einen Teil nicht verstanden. Er sagte, wa ghadarati wa fajarati, meinst du wirklich alle Sünden, die ich gemacht habe, o Gesandter Allahs? So sagte er zu ihm, wa ghadaratak wa fajaratak, alle deine gesamten Sünden sind dir vergeben worden, seien sie groß oder klein. Fawalla rajul yukabbiru wa yuhallil. Dann ging dieser Mann hinweg, indem er sagte, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Das war die schönste Botschaft für ihn. Und diese Botschaft übermittle ich euch. Ihr habt alle la ilaha illallah gesagt. Also seid ihr, bi'idhnillah as-sami'il alim, auf dem Stand von diesem alten Mann. Allah hat euch bereits alle Sünden vergeben. Möge Allah azza wa jal uns nur mit einer aufrichtigen Tauba sterben lassen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Damit wir uns nicht falsch verstehen, o Diener Allahs. Allah kann dir in diesem Leben alles nehmen, auch Dinge, die du liebst, sogar sehr liebst. Das bedeutet nicht, dass Allah dich nicht liebt. Allah könnte dir dein gesamtes Vermögen nehmen. Oder er könnte dir eine Krankheit geben, die so schmerzhaft ist für dich, dass du sehr, sehr große Probleme damit hast, Geduld dafür zu zeigen. Allah könnte eine Frau oder ein Kind von dir sterben lassen. Dieses alles ist kein Beweis dafür, dass Allah dich nicht liebt. Nein. Solange Allah subhanahu wa ta'ala dir den Islam lässt, dich damit leben lässt und sterben lässt, wisse, er liebt dich.
Denn alles, was Allah dir nimmt in dieser Dunya, so wirst du Besseres dafür bekommen, entweder schon in dieser Dunya oder im Paradies. Ja, wie willst du mir sagen, dass deine Frau in dieser Dunya vergleichbar ist mit der Frau im Paradies, mit der Hurul Ain? Willst du mir sagen, dass dein Haus vergleichbar ist mit dem Haus im Paradies? Willst du mir sagen, dass deine gesamten Genüsse in dieser Dunya vergleichbar sind mit den Genüssen im Paradies bei Allah? Nein. Solange Allah dir eine Sache von der Dunya nimmt, habe keine Angst. Und denke nicht schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala. Im Gegenteil, er liebt dich, wie wir das in der Überlieferung vorher gehört haben. Er hat die Weisheit und deswegen ein Gläubiger, auch wenn er den Plan Allahs nicht kennt. So vertraut er auf Allah, dass Allah nur das Beste mit ihm vorhat. Subhanahu wa ta'ala. Allah könnte dir alles nehmen, aber pass auf, dass er dir nicht den Islam nimmt. Pass auf, dass er dir nicht den Islam nimmt, weil diesen kannst du mit nichts ersetzen. Höre, was Allah, der Allmächtige, im Koran sagt. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Wer von euch dann die Religion des Islam verlässt, ist das bei manchen Leuten passiert? Deswegen, weil Allah sie nicht liebt. Und wer von euch die Religion des Islam verlässt und als Kafir stirbt, nicht als Muslim, als etwas anderes, so werden alle seine Taten in der Dunya, die er gemacht hat, wenn er auch vorher als den besten Muslim gelebt hat, so werden alle seine Taten in der Dunya und in der Akhira gelöscht und er gehört zu den Leuten des Höllenfeuers, auf ewig darin zu bleiben. Ja, hier alles kann Allah dir ersetzen, spätestens im Paradies. Aber wenn du dein Islam, diese großartige Religion, verlierst, wer soll dir dieses ersetzen? Wer soll dir dieses ersetzen? Und wenn du dein Leben betrachtest, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir das Schlechte mit dem Guten eingetauscht. Ja, achi, subhanallah, wie hast du früher gelebt? Du warst eine Person, der nur seinen Gelüsten gefolgt ist. Du wusstest nicht, was Iman, was Glaube bedeutet. Als Allah azza wa jal dir nach einem Leben der Jahiliyyah und du hast wirklich alles an Sünden gemacht, was du nur machen konntest. Aber sei ehrlich, warst du zufrieden? Die Antwort ist nein. Ansonsten hättest du nicht bereut und einen anderen Weg eingeschlagen. Denn nicht die Sünden machen dich glücklich. Es ist alleine nur der Glaube al-Iman. Allahumma habib ilayna al-Iman ya rabbal alamin. Es ist nur der Iman. Und diesen Iman hat Allah azza wa jal dir eingetauscht mit dem Kufr und dem Schirk, dem Unglaube, der vorher in deinem Herzen gewesen ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat deine Gelüste, dass du morgens und abends nur nach hinter den Frauen her bist, hinter dem Geld her bist, hinter deinen Gelüsten her bist. Allah hat diese Dinge eingetauscht in Gehorsamkeit ihm gegenüber. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala führt dich morgens aus deinem Haus heraus zu einem besseren Haus, zu seinem Haus, in die Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala, die er am meisten liebt. Allah möchte für dich das Beste in der Dunya, o Diener Allahs. Deswegen renne nicht hinter deinen Gelüsten her. Es gibt viele Leute, die walayadu billah sich den Drogen zuwenden. Es gibt viele Leute, die sich der Sinna zuwenden, dass sie mit Verboten, dass sie mit fremden Frauen etwas tun. Es gibt viele Leute, der die gesamte Zeit nur mit Dingen beschäftigt ist, die Sünde gegenüber Allah Azza wa Jal sind. Ich sage dir, ya Akhil Karim, hast du nicht die Ayah im Koran gelesen? Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Allah möchte euch vergeben, das ist ein Angebot von Allah Azza wa Jal. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Aber diejenigen, die ihren Gelüsten folgen wollen, dass ihr vom geraden Weg abrückt. Deswegen produzieren sie diese Musikvideos. Deswegen produzieren sie diese versauten Filme, die Pornofilme. Deswegen produzieren sie all das, was Allah Azza wa Jal zornig macht. Sie wollen, dass ihr vom Weg abrückt. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch aber vergeben. Bist du bereit, das einzutauschen?
die Vergebung Allahs für deine Gelüste. Allah kommt dir entgegen, subhanahu wa ta'ala. Er weiß, dass du ein schwacher Mensch bist. Er weiß, dass du ein schwacher Diener bist, genauso wie ich. Deswegen gibt Allah dir die Gelegenheit, dass du bei ihm bereust und du sagst, ja Allah, ich möchte nicht deine Reue. Ich möchte mich lieber meinen Gelüsten zuwenden. Ist das der Dank gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Allah möchte euch vergeben. Aber diejenigen, die euch vom Weg abirren, sie haben etwas ganz anderes mit euch vor. Darum sieht euch vor ihnen vor. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma thabbit ala al-imani qulubana. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Gnade des Islam erkennen lassen. Und uns diese Gnade mit nichts anderem eintauschen lassen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم